Herzlich willkommen in unserer schönen St. Johanneskirche. Hier in dieser Kirche hat ja alles seine Geschichte. Und heute wollen wir uns mal die Kanzel angucken, auch eine ganz besondere Geschichte, die hinter dieser Kanzel steht. 1716 ist sie hier in diese Kirche gekommen, aus Sandstein gemacht. Wahrscheinlich waren diese Figuren damals schon dabei, wir wissen nicht so richtig, aber sehr eigentlich naheliegend. Und dann hat sie eine lange Geschichte gehabt. Was alles so zwischendurch passiert ist mit ihr, wissen wir gar nicht. Wir wissen nur, dass 1961 diese Kirche gründlich renoviert wurde. Und man hat die alten Bänke rausgetan. Das war so eine Zeit, ja, wo man Neiltesthemden liebte. Also alles Moderne war gut und alles Alte war irgendwie schlecht. Und da hat man diese Kanzel auch aufgeräumt. Und zwar hat man alle diese Figuren einfach rausgetan. Diese Halterungen, wo sie drauf standen, die hat man auch ordentlich abgeschlagen. Hier diese Säulen und hier dieses unten, das war vergoldet oder jedenfalls mit Gold angemalt. Das hat man ordentlich grau überstrichen, sodass zum Schluss also eine graue Kanzel übrig blieb, ohne Figuren und doch irgendwie alles etwas steril. Aber so liebte man es damals. Und dann sind diese Figuren irgendwo geblieben. Ich habe den Eindruck, als ich hier in der Halle kam, waren sie mal eine Zeit lang hinten in dem Altar drin. Ich weiß es aber nicht richtig. Jedenfalls, wir wissen, 1987, als das Museum hier am Kirchplatz aufgemacht hat, da war Pastor Baumann da und hat über diese Evangelisten was gesagt. Und da waren sie eine Leihgabe in dem Museum. Und da sind sie dann lange geblieben, bis unser Kantor Martin Rieker kam. Und 1996 hat er die Figuren da drüben mal rausgeholt zu einem Orgelkonzert und hat sie hier einfach hingestellt. Und da sind sie dann eine Weile geblieben und manche haben gesagt, wann kommt sie denn endlich weg? Und andere haben gesagt, wieso, es ist doch schön. Und wie das so ist, Menschen haben gesagt, wir wollen die hier haben. Und haben damals 4.000 Euro gespendet, manche so eine ganze Figur restaurieren lassen. Und dann haben wir sie alle wieder angebracht und 1997 sind sie dann Palmsonntag wieder hier auf der Kanzel gewesen und am Ostermorgen ging es um den auferstandenen Jesus. Das ist die Geschichte dieser Kanzel. Nach 35 Jahren stehen die Figuren wieder da, wo sie vorher Jahrhunderte waren. Ja, und wir wollen das jetzt so machen, wir wollen uns einfach die einzelnen Figuren mal angucken. Das sind ja die vier Evangelisten, also die vier, die von Jesus erzählen, das Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und diese vier Evangelisten, die haben vier Symbole. Matthäus hat den Menschen, Markus den Löwen, Lukas den Stier, und Johannes den Adler. Aber warum? Weil es in der Offenbarung, und das lese ich jetzt mal gerade vor, einen Text gibt, und da heißt es, und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hat ein Antlitz wie ein Mensch. Und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und der Kirchenvater Hieronymus, der hat damals gesagt, das sind die Symbole für die vier Evangelisten. Die stehen vor dem Thron Gottes und die loben mit dem, was sie von Jesus geschrieben haben, Gott. Und so ist dann das so geblieben, dass jeder von diesen Evangelisten hier sein Symbol hat. Und wir gucken uns sie jetzt einfach mal der Reihe nach an. Also kommen Sie mal mit, wir gehen mal gerade zu Matthäus. Ja, gucken wir uns das an. Matthäus hat das Symbol des Menschen. Den müssen Sie sich jetzt hier vorstellen. Hier stand er nämlich mal. Und der ist verloren gegangen. Bei diesen ganzen Renovierungen haben wir zwar Matthäus noch,
aber der Mensch ist weg. Dieses Symbol für Matthäus ist ausgesucht worden, weil Matthäus so ganz menschlich anfängt. Sein Evangelium beginnt: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also er bringt den Stammbaum Jesu durch das ganze Alte Testament. Und das ist ein Thema, was ihn auch später immer wieder beschäftigen wird, denn er schreibt sein Evangelium für Judenchristen. Und immer wieder wird er später schreiben: Das ist aber geschehen, damit erfüllt wird, was geschrieben ist in den alten Schriften. Das ist Matthäus, wir kennen ihn von der Bergpredigt, die gibt es in dieser Form nur bei Matthäus. Und es ist das längste Kapitel und das Kapitel, was am meisten Beziehung zum Alten Testament hat. Das ist Matthäus. Jetzt läuten die Glocken, das ist ganz schön. Und jetzt gehen wir mal eins weiter zu Markus. Ja, jetzt sind wir bei Markus. Während Matthäus sehr weise wirkt mit einem großen Buch, was er in der Hand hält, ist es bei Markus etwas anders. Er hat ein kleineres Buch und er schreibt in dieses Buch. Denn Markus ist der Erste, der das Evangelium von Jesus aufschreibt. Matthäus und Lukas haben später, als sie ihre Evangelien aufgeschrieben haben, dieses Evangelium von Markus gekannt. Und das Markus-Evangelium beginnt: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es war eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Und da hat Hieronymus gesagt: Na bitte, Stimme in der Wüste, das ist doch bestimmt der Löwe, der da gemeint ist. Und darum ist dieser kleine, hier ja sehr liebe Löwe, der Partner zu dem Evangelisten Markus. Matthäus, Markus und hier ist Jesus, aber jetzt müssen wir erst noch die anderen beiden uns angucken. Die kommen nämlich von der anderen Seite auf Jesus zu. Wir gehen jetzt mal rüber zu Lukas. Jetzt sind wir bei Lukas angekommen. Der ist hier ganz an der Seite von der Kanzel, darum sieht ihn die Gemeinde immer kaum. Wenn man mal gucken würde, was hier hinter steht, dann steht da Indiebus Herodes. Also in den Tagen des Königs Herodes war ein Priester im Tempel und der opferte. Und dieser Priester hieß Zacharias. Und dann kommt die Geschichte, wo Johannes der Täufer angekündigt wird und später dann wird Jesus angekündigt. Und dann kommt diese ganze Geschichte von Lukas in Bewegung. Und der Stier ist hier, weil er eben ein Opfertier war für das erste Kapitel im Lukas-Evangelium. Von Lukas kennen wir die Weihnachtsgeschichte, von Lukas kennen wir diese besonders schönen Geschichten vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn, die sind nur bei Lukas, oder auch die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das hat er uns überlassen und hinterlassen. Ja, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir zu dem letzten Symbol, Johannes und sein Adler. Und hier unser vierter Evangelist, der Evangelist Johannes. Wenn ich hier lese, was hier steht, dann steht da in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und wenn man guckt, wie es weitergeht, und Gott war das Wort, alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist, in ihm ist das Leben. Also Sie merken, das ist eine ganz hohe und eine ganz besondere Sprache. Und darum hat man gesagt, dieser Evangelist Johannes, zu dem passt der Adler. Der hat auch so was Schwebendes und so was Hohes. Und Johannes erzählt uns sowieso ein bisschen anders, aus einer ganz anderen Perspektive, die Geschichte von Jesus. Und ganz am Ende des Johannesevangeliums, da steht: Dies ist geschrieben, dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und das ist das, was sie alle wollen, diese vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie wollen alle von Jesus erzählen. Der hat ihr Herz bewegt und der hat ihr Herz besessen. Und von ihm erzählen sie jeder auf seine eigene Art. Und die frühe Kirche hat nicht gesagt:
ach, wir schreiben die alle in ein ordentliches Evangelium zusammen, sondern wir lassen dies, weil unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich die Botschaft von Jesus hören müssen. Und darum haben wir heute den Reichtum von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und es geht ihnen um Jesus. Und den gucken wir uns dann jetzt zum Schluss an. Ja, und jetzt stehen wir vor Jesus. Um den geht's. Matthäus und Markus, Lukas und Johannes, von ihm wollen sie erzählen. Er ist ihre Mitte. Und er steht hier, wie er vielleicht damals durch Galiläa gegangen ist. Mit einem langen Gewand, so wie die anderen Evangelisten hier auch stehen. Sieht eigentlich aus wie einer von ihnen. Und ich dachte, das ist eigentlich der Jesus, der so am See Genezareth entlang gegangen ist. Aber er ist es nicht. Er ist es doch, es ist ja derselbe. Aber wenn man mal guckt, sieht man, hier sind die Nägelmale in seinen Füßen und auch in seinen Händen. Und er trägt ein Buch in der Hand und da steht A und O. Es gibt ja diese schöne Strophe, die beschreibt, wer Jesus ist. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählet's den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Und dieser Jesus, der steht jetzt hier. Und der hat sich auf den Weg gemacht. Er geht auf die Gemeinde zu. Sie kann ihn ja in jedem Gottesdienst sehen. Der Pastor ist oben und redet und gelegentlich sollte man einfach mal auf den da drunter gucken. Und er ist unterwegs auf die Gemeinde zu. Und was macht er eigentlich für eine Handbewegung? Er hat nicht die Bewegung, die hinten im Turmraum ist, die ausgebreiteten Arme, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er hat auch nicht die Bewegung von dem Jesus da oben in unserem Kirchenfenster, der so herrschaftlich aussieht und der der Weltenlenker ist, sondern er hat eine ganz andere Bewegung. Er hat so eine Bewegung. Zwei Finger, und da kann man so machen. Komm mal her. Eine ganz seltsame Bewegung. Man kann auch sagen, bei Ikonen kann das auch heißen, die zwei Finger heißen wahrer Gott und wahrer Mensch, und die drei Finger heißen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber ich glaube, das ist hier anders. Er sagt, komm mal her. Und es hat mich, als ich gestern hier in der Kirche alleine mit ihm saß, das hat mich richtig bewegt. Ich habe mich dann hier in die Bank gesetzt. Und dann hat er gesagt, komm mal her, wir setzen uns hier einfach mal hin. Wie ich früher gesessen habe am See Genezareth mit seinen Jüngern. Und da, das hat er, dann hat er da gesessen und dann haben die runtergeguckt auf den See. Ich habe da so viele schöne Erinnerungen. Und dann hat er gesagt, seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in ihre Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Warum macht ihr euch so viel Sorgen? Und da haben die Jünger gesagt, ja Herr, aber manchmal ist es auch ganz schön schwierig. Ja, hat er gesagt, das stimmt schon. Aber ihr seid doch nicht allein und Gott ist doch bei euch. Und so stelle ich mir vor, so steht er da und so guckt er uns an und so sagt er zu mir, komm, setz dich doch mal zu mir oder zu dir. Wie geht's dir eigentlich gerade? Was macht dir Kummer? Wo machst du dir Sorgen? Und dann kann ich ihm das einfach sagen, was mir Kummer macht und was mir Sorgen macht. Ich habe es ihm gestern hier in der Kirche gesagt. Und dann sagt er, ja, das ist auch manches nicht leicht. Und da musst du mal gucken, wie das weitergeht. Gibt es auch was, was dir Freude macht im Leben? Ja, sage ich ja, es gibt auch viel, was mir Freude macht. Das vergesse ich manchmal ganz. Und dann habe ich ihm das aufgezählt. Und dann kommen wir so ins Gespräch, wie ein Freund mit einem Freund spricht. Brauchst du vielleicht Hilfe? Müsstest du vielleicht mal jemand anrufen? Sagt er zu mir und ich sage, ja, muss ich mal drüber nachdenken, ob ich gut alleine zurechtkomme oder ob es vielleicht jemand gibt, der mich unterstützen könnte. Oder sagt er, vielleicht braucht jemand anders Hilfe? Hast du auch mal drüber nachgedacht? Du hast ja auch Gaben. Vielleicht brauche ich dich an einer Stelle, wo du nur das sein kannst und du hast noch gar nicht gemerkt. Und so sitzen wir dann nebeneinander am See Genezareth im Gras und er hilft mir, dass ich mein Herz ausschütten kann und dass ich in seiner Nähe nachdenken kann. Und das ist ganz was anderes, als alleine vor sich hin zu brüten und die Gedanken laufen
weil da einer ist, der geht mit und der begleitet mich. Und das ist diese Handhaltung. Und vielleicht nehmen Sie es auch wahr, dass er sagt, komm doch mal her, wir setzen uns mal zusammen. Und vielleicht setzen Sie sich auch mal mit ihm zusammen und hören mal, was er Ihnen zu sagen hat. Jesus ist kommen Grund ewiger Freude. Er ist die Mitte dieser Kanzel. Auch sein Name steht oben drüber. J, und dann kommt, das denken wir, Deutsch ist ein H, aber das ist ein griechisches Ä, und dann kommt das S, also Jesus. Sein Name steht hier drüber. Und um ihn geht es. Und er ist es, der uns einlädt und der ein offenes Herz für uns hat und der Menschen braucht, die mit ihm unterwegs sind. Ich wünsche Ihnen einen guten Weg mit diesem Jesus. Und wenn hier wieder Gottesdienst ist, dann hören Sie genau, was die Pastoren Ihnen sagen. Das ist nämlich meistens nicht schlecht. Aber hören Sie auch und gucken Sie immer wieder auf den, der da unten drunter steht und der sagt, wir reden dann nochmal in aller Ruhe drüber. Bleiben Sie behütet.